Ich habe mal mein eigenes Lego gemacht. Aus dem 3D-Drucker. Wie gut das geklappt hat, dazu kommen wir jetzt. Lego aus dem 3D-Drucker. Hatte ich mal Bock drauf. Wie kam ich dazu? Ich hatte geguckt gehabt bei meinem 3D-Programm. Ihr wisst, ich mache hier 3D-Druck, auch hier Star Trek und Star Wars und was weiß ich, allen möglichen Mist. Und da fiel mir eine 3D-Druckdatei auf für Todessternwände für Lego-kompatibel. Diese hier. Nachdem ich die gefunden hatte, sagte ich mir, oh, gib doch mal bei Google ein, STL-Dateien für Star Wars Lego. Und was soll ich sagen? Den kleinen Grauen habe ich auch gefunden. Dann habe ich den mal eine Runde gedruckt. Abgesehen von dem. Die Sachen haben Vor- und Nachteile. Vorteile ist, man kann Sachen drucken, die kompatibel sind, die es so nicht gibt. Wie zum Beispiel diese Lego Star Wars Todessternwand. Gibt es noch ganz viele andere, auch mit diesem, ne, geraden ausgestanzten Monster drin. Finde ich sehr cool. Das war jetzt dreimal ein Prototyp. Ich wollte mal gucken, wie die klemmen. Und zum Aufnoppen selber, die Tubes unten, klasse. Ihr seht, kann ich hochheben, das ist echt stabil. Oben die Tubes, zumindest bei der Datei, die muss ich nochmal nacharbeiten anscheinend. Ja, da ist nicht wirklich so die Klemmkraft dahinter. Jetzt habe ich nur eine Lego Minifigur, ja, aber hier habe ich einen Lego Stein. Das ist ein echter Lego Stein. Na, er hält nicht wirklich gut, es geht. Na, das liegt aber am Drucker. Oder am Drucken. Vielleicht muss ich mal ein bisschen sauber machen unten drunter. Ich muss mal gucken, woran es liegt. Es funktioniert, aber nicht wirklich optimal. Ja, also es ist auch nicht so die Druckkraft da, die Klemmkraft dahinter. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ja, China-Plagiats-Lego von vor 6-7 Jahren. So ungefähr ist die Haltekraft hier oben mit den Noppen. Die sind aber das größte Problem dabei. Unten, das klemmt super. Dann oben die Tubes, zumindest bei der Datei, die ich hatte, die sind nicht so super. Anderes Thema. Ich hatte gemerkt, als mein Junior hatte, so ein Battle Droid zerlegt. Mir fehlten unten die Beine. Jetzt hatte ich dann diesen als Druckdatei gefunden. Ihr merkt, ich habe schon viel rumgespastelt mit dem Ding. Deswegen hält es nicht mehr so. Kommen wir gleich dazu. Eigentlich wollte ich nur die Beine haben. Weil ich dachte, die fehlten mir dabei. Ich hätte jetzt keinen Bock, bei Bricklink lange zu suchen. Das war mein erstes Modell, mein erster Versuch. Der ist halt komplett in die Hose gegangen, aber die Beine haben gut funktioniert. Das funktioniert auch hier. Ja, ist nicht mehr, es ist ausgeleiert. Das ist das große Problem hierbei. Wenn die Dinger frisch aus dem Drucker rauskommen, halten die hier wunderbar drinne. Jetzt habe ich da schon ein paar Mal hier in das Gedruckte reingemacht. Da hält es immer noch super, aber es hält nicht mehr hier mit. Das Kunststoff oder der Kunststoff, den Lego hier im Druckgussverfahren verwendet, ist, denke ich mal, ein anderer wie den ich hier habe. Das ist ein PLA Plus Material. Ich habe es auch noch nicht wirklich in gerade. Ich habe nur mal geguckt, wie es funktioniert. Das Problem ist, es funktioniert als Figur in sich funktioniert nicht als Spielfigur. Dafür ist es zu filigran. Und das Problem bei, zumindest bei diesen B1 Kampfdroiden, ist, dass die alles, was Gelenke sind, was sich bewegt, relativ schnell halt ausleiert. Also das sind keine Alternativen, um es halt dafür zu nehmen. Ihr seht hier, der Arm, der wackelt schon nach ein paar Mal hin und her bewegen. Das ist schade. Die Waffen hingegen, die ihr druckt, die könnt ihr, weil sie halt schön stabil sind, auch euren Lego-Figuren oder sonstigen Klemmbausteinfiguren in die Hand drücken. Das funktioniert 1A. Also es kommt halt dabei sehr auf die Datei drauf an, auf euren Drucker, auf das Material, mit dem ihr druckt und so weiter und so fort. Es funktioniert.
Na, ich werde mir noch ein paar von denen hier drucken. Nur dann werde ich dann damit, wenn ich was gebaut habe, werde ich dann damit kleben wahrscheinlich. Zumindest wenn es oben drauf geht. Die Platten unten, das ist eine echte Lego-Platte. Ist aus den 80er. Geht einwandfrei. Waffen, ne, Zubehör für die Minifiguren könnt ihr ohne Ende euch da raussuchen. Gebt einfach ein bei Google STL-Dateien Lego oder Lego STL-Datei. Euren 3D-Drucker findet ihr ohne Ende kostenlos. Sachen, die ihr kaufen müsst und so weiter. Also es ist wirklich eine Riesenauswahl. Gesagt, dann ist halt das Thema, ihr könnt die auch farbig ja drucken, ne? Je nachdem, was ihr für ein Filament dafür nehmt. Ich habe hier zum Beispiel Grau gehabt, weil ich noch Grau übrig hatte für ein Phasergewehr von Star Trek. Und das sollte eigentlich nur ein Prototyp werden. Es ist auch noch einfach ein Prototyp geworden. Es wird auch wahrscheinlich bei diesem Prototyp von dem B1 wird's bleiben. Waffen werde ich mir noch mehr drucken. Allein für meine Star Wars Figuren, dass diese hässlichen Stud Shooter wegkommen, habe ich da echt coole Waffen gefunden. Auch die detailreich aussehen und super aussehen. Und vor allem auch noch besser wie die Blaster hier. Zum Thema 3D-Druck hatte ich ja schon mal was erzählt gehabt. Ist auch schon länger her, das Video. Ist eine super Sache. Das Problem ist halt bei diesen Sachen zumindest, es nutzt sich relativ schnell einfach ab. Zumindest was da hier die Klemmkraft angeht. Man sieht es halt besonders bei diesem Filigranen. Ja, bei den Gelenken hier, ihr seht, der Arm, der macht ein Winkerchen. Das ist halt wirklich schade dabei. Dafür Steine und sowas ist es top. Wenn ihr die Tubes noch ein bisschen anpasst, vielleicht ein bisschen gerade sauber macht, es ist halt viel Nacharbeit möglich. Für normale Steine, ja, würde ich es nicht nehmen. Für so Sonderlösungen, die es sonst nicht gibt, finde ich es geil, ganz ehrlich. Und klemmt. Es ist auch nicht wirklich günstiger, als wenn ihr das Lego, wenn ihr echtes Lego kauft. Oder halt andere Klemmbausteine. Es gibt ja mittlerweile für Apple und ein Ei von anderen Herstellern. Wer sich sowas selber druckt, um sowas zu sparen, die Dinger gibt es bei Blue Bricks für ein Apple und ein Ei. Ihr müsst einen Drucker anschmeißen, müsst Filament kaufen, das kostet alles Geld, es dauert Zeit. So einen Stein zu drucken, also so eine Figur zu drucken, hat gedauert ungefähr 25 Minuten. Die kriegt ihr stellenweise bei Bricklink für 50 Cent, 1 Euro. Es lohnt sich nicht. Für Sonderlösung oder was ich jetzt gefunden habe. Jetzt ist es nicht. Sonderlösung, ganze Fahrzeuge, die ihr aus Klemmbausteinen durch den 3D-Drucker hauen könnt. Das ist eine geile Sache. Ich habe hier einen, habe ich ihn gefunden gehabt. Ein Scanship von Lego. Heißt von Star Wars, das Gunship als 3D-Druckdatei, dass es halt realistischer aussieht, aber noch mit Noppen drauf ist. Was mich dabei nur stört, ist mir dann, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes, es ist nichts völlig Gebautes, es muss alles geklebt werden und da habe ich mehr Modellbau, als dass ich halt ein Klemmbaustein-Set habe. Sowas hier finde ich cool, so als Detaillösung für Wände. Es gibt auch, wer Fachwerk haben möchte, habe ich gestern das runtergeladen. Fachwerkwände für das Ganze. Das heißt für Fachwerkhäuser, für eure Lego City oder sonst irgendetwas oder eure Klemmbaustein City. Na? Das ist echt eine coole Alternative für Sonderanfertigung, für Steine. Figuren, meiner Meinung nach, lohnt sich da nicht wirklich. Ihr müsst auch mal darauf achten, wenn ihr sowas druckt, dass ihr es vernünftig druckt. Na? Das war zwar schon ein kompletter Fehldruck gewesen. Allein schon vom Support, das heißt, dieser. Wie das Ganze dann unterstützt wird. Ihr müsst da ein bisschen ausprobieren, müsst eure Dateien abspeichern, bevor es dann auch wirklich passt, so wie es passen soll, wie ihr es haben wollt. Der wandert hinten in meine kleine Star Wars Wand, wird aufgenoppt, sobald ich ihn wieder repariert habe. Und dann bleibt er einfach stehen. Noch einen werde ich nicht drucken, es lohnt sich nicht. Und sind wir ehrlich. Die sehen auch schon cooler aus, wie das Ding aus dem 3D-Drucker. Zumal es ist glatt, das ist wirklich geriffelt. Müsste ich jetzt noch ewig schleifen, eventuell lackieren, anmalen, bepinseln. Da kaufe ich mir lieber schnell welche so. In dem Sinne, bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Bis demnächst.